Deutschen Fußballverbands. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Ernst-Happel-Stadion. Neben mir Johann Czuru, unser Verteidiger, und ganz links von mir Wladimir Pekovic, unser Nationalcoach. Ich möchte nicht unnötig länger werden, sondern sofort das Wort freigeben für Fragen von Ihrer Seite. Wer stellt die erste Frage? Ich denke, es ist Laurent Ducret, Sportinformation Genf, bitte. Merci. Il faut que tu prennes un micro. Voilà. Danke, Carmen. Monsieur Petkovic, bonsoir. Quel est l'enseignement majeur que vous avez tiré du match de vendredi dernier? Die Frage betrifft das Spiel vom Freitag. Was sind die wichtigsten Schlüsse, die Sie aus dem Spiel vom Freitag gegen die Slowakei mitnehmen? Erste sicher, da haben wir nie gewonnen. Zweite, da war nicht so schwarz. Diese ersten 60 Minuten, wie ist rausgekommen, weil ich verstehe auch nach 3-0, das ist normal, da sieht man alles schwarz, aber dort können wir auch positive Fazite nehmen. Und auch letzte 30 Minuten waren nicht so ganze Zeit perfekt, da wir können auch nach 2-0, da können wir alles übergewerten. Und sicher müssen wir besser werden, von Anfang an auch probieren, unser Spiel zu machen. Und für einmal auch für nächstes Spiel einmal auch in Führung zu kommen. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja. Daniel Visentini, Tribüne Schneff, ganz vorne bitte. Merci. Bonjour. Une question peut-être pour Johan et aussi pour vous. Vous attendez quoi de ce dernier match de 2015 et à quelle importance vous placez le curseur pour ce dernier match-là? Die Frage betrifft unser letztes Spiel in diesem Jahr an beide, an den Spieler und an den Trainer. Was sind die Erwartungen an unser letztes Spiel in diesem Jahr? Bitte, Johan. Je pense que pour notre part, on sait que chaque match est très important. On prend chaque match très sérieusement parce qu'on sait qu'on n'en aura pas énormément avant d'arriver en France. Donc pour nous, c'est clair que ce match de l'Autriche est le dernier de l'année et on va faire le mieux pour faire une très bonne performance parce qu'on a aussi envie de réagir et montrer peut-être un autre visage qu'on a montré en Slovaquie. Mais c'est clair que l'équipe est très concentrée et a envie de faire une très bonne fin d'année et faire bonne figure demain contre l'Autriche. Die Antwort von Johann Czuru: Jeder Match ist sehr wichtig, jedes Spiel ist ein Spiel auf dem Weg nach Frankreich und die Mannschaft wird das Beste tun, um eine Top-Leistung abzubringen und ein anderes Gesicht zu zeigen als am Freitag in der Startphase gegen die Slowakei. Bitte, Vlado. Ja, ich habe immer gesagt, wenn man spielt für die Nationalmannschaft, muss es immer Maximum geben. Und das muss das Erste sein, Zweite. Mit Leidenschaft zum Spielen müssen wir diese finden, was wir hätten gehabt, noch mehr diese Liebe zum Fußball. Und nur so können wir dann andere Leistungen bringen. Wenn wir sind so bereit, das zu machen, dann werden wir auch sicher ein gutes Spiel machen. Mehr als Gegner laufen und Zweikampf stärker zu sein. Dann Thomas Schifferle, Tagesanzeiger, bitte. Herr Petkovic, wie sehr wird dieses Spiel von morgen noch die Bilanz des Jahres beeinflussen können? Ich glaube nicht, weil Bilanz bleibt diese, welche haben wir bis jetzt gehabt, plus eins Spiel. Dann schauen wir, was kommt als Letzte, aber sicher werde sehr wertvolle Test sein, auch für Zukunft. Dann Florin Glalina, Neue Zürcher Zeitung. Herr Petkovic, viele sprechen davon, dass es ein ganz besonderes Prestigespiel ist morgen. Ist das für Sie auch? Für mich ist jedes Spiel ein Prestigespiel, weil ich mit meiner Mannschaft wollen wir immer besser als Gegner sein. Ja, bitte. Florian Haselmeier von der Austria Presseagentur. Herr Petkovic, jetzt fehlen auch bei Österreich einige Spieler, es haben auch die österreichische Nationalmannschaft einige Ausfälle. Wie bewerten Sie diese Situation vor dem Spiel? Ja, ich glaube, wie haben wir immer gemacht, befassen wir uns nicht so viel mit dem Gegner. Immer Respekt gegenüber Gegner, gegen Resultate von Gegner, in diesem Sinn von Österreich. Und sicher wollen wir unser Spiel leiten, wollen wir
das produzieren, was wir fähig sind und sicher eine gute Gegner, eine Gegner, welche kommt mit uns in Frankreich, für uns ist ein guter Test zum Valutation geben, auch wie weit sind wir gekommen. Laurent Ducre, Sportinformation. Question à M. Petkovic ou peut-être aussi à Johan. Est-ce qu'on connaît le joueur qui sera appelé à jouer justement aux côtés de Johan demain soir dans l'axe central de la défense? Die Frage betrifft unsere Aufstellung in der Innenverteidigung morgen. Die Frage geht dann beide. Kennt man schon, wer an der Seite von Johan spielt? Ich kenne nicht diese Konstellation, ist per Zufall da mit mir. Gibt es noch Fragen? Daniel Visentini, Tribüne de Genève, bitte. Tu passes le micro, s'il vous plaît. Non. Johan, une question pour toi. L'équipe de Suisse avait par le passé une grosse sécurité défensive et puis on a l'impression qu'elle s'est un petit peu effritée. Je ne dis pas que c'est seulement la raison de la défense, mais néanmoins, elle a une tendance à prendre parfois un petit peu des buts trop facilement. Comment retrouver cette assurance derrière qui faisait parfois la force de l'équipe de Suisse? Je pense que ça va toujours être notre force, mais je pense qu'il faut qu'on travaille en bloc. Je pense que c'est une équipe qui travaille. On sait très bien qu'on défend depuis l'attaque. Donc il faudra tous être concernés depuis le début et essayer de travailler en bloc dans les phases offensives et défensives. Mais ayant dit ça, il faut dire aussi qu'on a une qualité de jeu qu'on a peut-être moins vue dans les années précédentes, où l'équipe de Suisse essaie de prendre chaque adversaire avec les qualités qu'on a, d'essayer d'élever son jeu et d'essayer de dominer les matchs. Donc c'est quelque chose, avant on était plus peut-être basé sur les phases défensives, aujourd'hui on essaie vraiment de prendre le match en main. Donc c'est deux choses qui bien sûr, des fois il faut trouver le juste milieu, mais je pense que l'équipe, comme j'ai dit, doit travailler en bloc pour avancer. Die Frage betrifft unsere Verteidigungsarbeit. Man hat offenbar manchmal das Gefühl gehabt, wir kriegen ein bisschen zu einfache Tore, aber das hat sich auch verbessert und Johann sagt, es ist der Stil der Schweizer Mannschaft, dass eben in Blöcken, in verschiedenen Linien gearbeitet wird, dass auch im Mittelfeld schon verteidigt wird und dass damit auch mehr Stabilität in die Verteidigung gekommen ist und dass wir generell sehr offensiv ausgerichtet sind, aber eben das Blockspiel damit umso wichtiger wird. Ja, bitte. Herr Petkovic, in der Schweiz bekommt man natürlich auch, nehme ich an, den positiven Lauf der Österreicher mit. Die sind noch ungeschlagen in diesem Jahr. Wie wollen die Schweizer die Österreicher knacken? Gibt es ein besonderes Rezept dafür? Ja, in einem Spiel ist es schwierig, ein Rezept vor dem Spiel zu finden. Gibt es eine oder andere Input mit Stärke oder Schwäche vom Gegner? Und sicher, wir wollen diese Nächste sein, welche wollen gegen österreichische Meister gewinnen und sowieso da in Wien. Und sicher müssen wir top konzentriert sein, weil auch letztes Spiel gegen Slowakei haben wir nach individuellen Fehlern Tore bekommen und dort müssen wir uns steigern mit Konzentration, aber auch noch mehr nach vorne zu bringen und mit unserer defensive und offensive Arbeit vorne diese Gegner in Schwierigkeiten zu bringen. Thomas Schifferle, Tagesanzeiger, bitte. Herr Petkovic, welche Begegnungen haben Sie im Kopf mit Marcel Konrad? Haben Sie irgendwelche spezielle Erinnerungen an ihn als Spieler? Nein, er hat ein oder andere Jahr mehr als ich und ist eine andere Generation. Und ich kenne Marcel als Spieler und auch als Trainer. Nachher, wenn er hat in der Schweiz gearbeitet oder in Deutschland, hat überall Fuß gefasst, hat gut gearbeitet und Lohn für das ist kein Zufall, weil es im Fußball gibt. Ich sage immer, für eines oder anderes ist Zufall, aber es gibt wenige Zufall. Im Fußball muss man verdient das, was kommt. Und er hat diese Resultate, er hat mit der österreichischen Nationalmannschaft gemacht, in diese 4 Jahre gearbeitet und hat das verdient. Etienne Wüme von der Aargauer Zeitung.
Bonjour Johan, comment allez-vous trouver l'amour pour le foot, comme l'entraîneur dit? L'amour pour? L'amour pour le foot, demain. Bonjour. L'amour pour le foot est toujours là. L'amour pour le foot est quelque chose qui est dans mon quotidien et qui est dans les quotidiens de chaque joueur de l'équipe de Suisse, parce que on est des passionnés, on a de la chance de faire le football notre métier. Donc ça, c'est pas une question qui pose problème. L'amour pour le foot sera là tant qu'on jouera. Donc demain, ce sera une nouvelle occasion de montrer à quel point on aime le foot. Die Frage in Bezug auf eine Aussage des Trainers, der gesagt hat, man muss die Liebe zum Fußball zeigen, und Johan sagt, die Liebe zum Fußball ist immer da, bei ihm, bei der Mannschaft, und sie sind alle leidenschaftliche Fußballer, lieben ihren Beruf, und das möchten sie morgen auch zeigen, dass die Liebe zum Fußball immer da ist. Oui. Laurent Ducret, encore une fois. Une question à M. Petkovic. Ce qui était frappant vendredi à Trnava contre la Slovaquie, c'était les discussions incessantes entre Shaqiri et Lichtenberg sur le côté droit. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Est-ce qu'il y a un problème, ou est-ce que vous avez parlé avec les deux joueurs? Ou comment vous expliquez qu'il y a eu ces discussions incessantes pendant une heure de jeu? Die Frage betrifft unser Spiel vom Freitag in der Slowakei, als es Diskussionen gab, offenbar zwischen unserem Verteidiger Stefan Lichtsteiner und dem Angreifer auf der rechten Seite Sherdan Shaqiri. Wie der Trainer diese Diskussionen mitbekommen hat und wie er sie deutet. Für mich wäre das schlimm sein, wenn die Spieler auf dem Platz reden nicht. Und manchmal kommt das mit einer Geste, manchmal kommt das mit einem Kuss nach dem Tor. Aber die Spieler müssen Leidenschaft auf dem Platz zeigen, eine andere bewegen, sich zum Bemühen, zum Kommunizieren, und dann alles andere, was kommt zwischen einer oder anderen, diskutiert man neben dem Platz, in Familie, und diese Sachen bleiben immer in Familie. So, alles okay? Dann machen wir noch eine Frage. Question pour Johan, après peut-être le sélectionneur pour également compléter. Tu parlais que la Suisse essaie maintenant de créer le jeu par rapport aux années précédentes, peu importe l'adversaire, mais qu'est-ce qui manque maintenant à l'équipe de Suisse pour faire ce pas en avant, comme par exemple la Belgique l'a fait, pour s'inscrire vraiment parmi les meilleures nations du continent? Je pense que faut qu'on ait encore un petit peu plus de... qu'on croit encore plus en nos qualités. Je pense que les qualités sont là. Mais souvent, on prend un petit peu de temps à vraiment être convaincu que nous les avons. Et je pense que c'est ce qui nous manque un petit peu, c'est d'avoir cette tranquillité d'esprit et cette sérénité aussi, de savoir qu'on est fort et que on est dans une phase de progression aussi. Quand on progresse, il y a toujours, bien sûr, des fois des petits échecs sur la route. Et comme j'ai dit, heureusement qu'on a encore le temps pour arriver jusqu'en France. Mais ce qui est important, c'est que l'équipe doit comprendre et assimiler que l'équipe est forte et qu'elle a un énorme potentiel. Die Frage betrifft die Qualität der Mannschaft. Man hat immer wieder Fortschritte gemacht. Was fehlt jetzt noch, um noch weiterzukommen, vielleicht einen Schritt zu machen, wie der Journalist gesagt hat, Belgien es gemacht hat. Und Johan sagt, die Qualität ist da, bei uns auch. Und wir müssen vielleicht, es fehlt nur noch wenig, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, noch einen kleinen Schritt machen. Aber die Fortschritte sind da, aber man kann immer noch weitermachen, und glücklicherweise haben wir noch ein bisschen Zeit, bis dann die Euro beginnt. Okay für euch? Gut. Eine Sache ist wichtig, ja. Da müssen wir uns nicht verstecken, aber auch nicht überwertet. Müssen wir realistisch bleiben und müssen wir wissen, da immer müssen wir 120% geben, und alle dabei zu sein, da können wir eine gute, starke Schweizer Mannschaft sein. Dann danke für dieses tolle Schlusswort. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sehen wir uns morgen beim Spiel. Dankeschön. Ja.